Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragde Edition. Ich freue mich mega auf diese Episode, weil wir dürfen jetzt wieder eine Wasserroute machen und die habe ich ja so gerne, das wisst ihr ja. Oh ja. Hier wird es wieder viele Wasser-Pokémon geben und... Ja, das... Dalalala, das habt ihr nicht gesehen. Ich wollte es nur mal angemerkt haben, das habt ihr nicht gesehen. So, Surfer und Schutz. Wäre voll die gute Idee. Immerhin habe ich davon einige. Top-Schutz. Den ersten Doppelkampf haben wir schon gemacht. Und wen trainiere ich hier am besten? Hariyama. Die Papinella darf bleiben. Hat zwar leider keine Pflanzenattacke mehr, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber, naja, da unten konnte man übrigens in den Dunkeln, hier kann man Taucher einsetzen, das weiß ich schon. Hey, hast du etwa auf dem Meer... Nein, habe ich nicht. Wenn du mein Po... Ja, mach das. Das war, kann man übrigens Taucher einsetzen, das weiß ich schon, weil... Ich weiß es halt, ich bin voll intelligent und... Ich hab Taucher noch nicht. Aber das... Hoffe ich mal, dass ich das noch nicht haben könnte. Ansonsten wäre es voll doof. Das ist keine Herausforderung. Tüdelü. Da wohl besiegt. Dududum. Versucht Biss zu erlernen. Das Problem ist, ich weiß jetzt wieder nicht, ob Biss hier physisch oder speziell war. Das wäre eigentlich mal eine gute Idee. Ruckzuck-Episode benutze ich eh nie. Und Voltenso sowieso ziemlich schnell, deswegen machen wir das einfach mal so. Als nächstes wird Wingull. Ja, da hast du voll die Chance. Naja, nicht wirklich. Sagen wir es, wie es ist. Sagen wir es, wie es ist und ja, keine Chance. Tschüss, ich hab die Orion. Ja, toll. Ja, Pogonaf. Wie wär's mit einfach geradeaus nach links oder geradeaus nach rechts oder... Kein Plan. Ich hätte nur so eine Idee. Obwohl, das ist wirklich groß. Alter, hallo. Wenn du dich einfach nur im Meer treiben lässt, komm Pokémon, um zu spielen. Wenn's denn spielen wäre, die wollen mich immer umbringen. Zumindest habe ich das Gefühl. Ach, verdammt, vorbei. Vielleicht ist es ja... Ah, leck mich doch am Arsch. Was ist das für eine Insel? Eine nutzlose Insel, das ist sehr gut. Hier kann man auch tauchen. Kleine Info, warum ich überhaupt tauchen möchte. Der Team Aqua-Chef, wie auch immer er hieß, habe ich schon wieder vergessen. Der ist mit einem U-Boot unterwegs und möchte wohl Kyogre oder so finden. Und den wollen wir natürlich unterbinden. Ich bin der Schatztaucher. Ich bin der Typ, der in der Tiefsee taucht und nach Schätzen am Meeresgrund sucht. Du hast keinerlei Schätze. Warum sollte ich Schätze haben? Ich habe... Das ist so ein... Manche Leute... Ach ja, Schutz. Naja, weg. Was hast du davon? So. Beutel, Top-Schutz. Wow, das hat sich gelohnt. Ist unglaublich. Ist ja was? Also der Top-Schutz, der war sinnvoll. Ich kann nicht mehr. Das ist doch auch absolut hoffnungslos. Ich bin ein Kampftrainer, dann kann ich in der Arena von Moosbach nicht gewinnen. Arg. Hey, was starrst du mich so an? Ich schlag nur... Nee. Obwohl... Welche Stärke hat das? 100 und Genauigkeit 50. Kräftige Attacke, die verwirrt, aber ungenau ist. Ja. Lassen wir's mal. Ich mag ungenaue Sachen nicht. Ein großartiges Gefühl. Apropos, kennst du die Stadt Xernoville? Die Arena nach einem neuen Leiter. Frühere Mentor war Vasili. Ja, stimmt. Der war ein Pokémon Saphir und Rubin. Der Arena-Leiter davon, aber jetzt ist es wohl irgendein anderer Typ, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Die Arena-Leiter dieses Ortes sind ein ausgezeichnetes Team. Die Kombination ihrer abhängig von ihrer speziellen Fähigkeiten, Wirkung, verändernde Attacken, bla bla bla.
okay. Aber die hat doch gesagt, die Arena Leiter, das ist ja wohl auch was Besonderes. Das ist der einzige Doppelkampf-Arena-Leiter-Kampf-Ding. Mein kleiner Bruder liebt es. Ja, ja. Toll. Geheimbasen. Bringt mir sehr viel. Was kann ich denn bei dir kaufen? Hypertränke. Hypertränke ist immer gut. 10 Stück einfach mal. Hyperheiler. Auch nochmal 10. Wofür habe ich das Geld denn? Beleber. 9. Topschutz. 16. Und das ist Blödsinn. Dankeschön. Vielleicht können wir diesen Part schon die Arena machen. Das wäre voll gut. Ach, das ist die Pension. Glaube ich. Oder? Oh, ich frag lieber nochmal. Sieht nämlich sehr danach aus. Oh, nee. Bla, 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 bla. Gameboy Adapter und sowas. Das kann ich auf dem Emulator fast sehr gut machen. Ja. Schutzwirken. Ja, das ist toll. Ich habe mal einem Freund, einem Matrosen gehört, dass die Team Aqua in Seegras oder City aufhalten soll. Aber da ist jemand gekommen und hat aufgemischt. Und was machst du dir die Magma? Wo soll ich hingehen? Raumfahrtzentrum. Da war ich doch schon mal. Was ist denn hier? Hm, dein Voltenso. Es mag Pokerige Geld, nicht wahr? Ich bin mir sicher. Aha, irgendwas von Pokerigeln interessiert mich also auch nicht. Oder einfach mal fragen. Ah ja, Pokerigel. Bla bla bla. Mhm, das ist sehr wichtig. Da war nix. Und hier... Ach, hier war ich schon drin. Ich bin ein Genie. Aber das wusstet ihr ja schon. Na, können wir in die Arena rein oder kommt irgendwas, der sagt, nee. Wir können rein. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ? Die Arenaleiter hier setzen Psycho ein. Kampf oder Gift ist doof. Außerdem wirst du außergewöhnliche Kombinationen von Attacken behaupten müssen. Wenn du gewinnen willst, musst du beweisen, wie sehr du mit deinem Pokémon verbunden bist. Und los. Den packen wir dann. Ich habe gerade Vertan so ein bisschen beigebracht, hatte noch... Der hatte Stärke. Geist ist auch gut. Der natürlich nicht. Ich könnte mal Papinella. Er hat Geistattacken und ist am wenigsten trainiert. Das passt doch. Hallo. Kämpfe hängen von der Stärke deines Geistes ab. Die mit schwachem Geist werden niemals gewinnen. Es sei denn, sie können dem Geist einfach eine auf die Fresse hauen, ja. Obwohl, das können sie... Ah, ich habe da gerade was durcheinander gebracht. Macht nichts. So. Spukball. In dein Gesicht. Und es tötet dich sogar, weil es ein Volltreffer ist. Hätte dich auch so getötet. Ich denke, hab keine Ahnung. Dududum. Gigasauger. Kann ich mehr als Wertdacken lernen. Hat nur 5 AP. Stärke 60. Ich hätte gerne... Ich würde eigentlich gerne alles beiden, obwohl... Das ist Stachelspur, ich benutze es eh nicht. Komm. Die Lendo-Pokémon werde ich auch so oder so fangen. Einen für einen habe ich ja einen Meisterball. Und ich glaube nicht, dass ich viel mehr treffe, weil ich ja nicht glaube, dass ich nach der Liga noch weitermache. Ich habe verloren. Ich muss meinen Geist stärken. Ja, mach das mal. Und jetzt hat ihr auch wieder eine Pflanzenattacke. Das ist sehr gut. Ja. Ach, so ist das gedacht. Dann ist das eigentlich ein Doppelkampf. Straßen. Egal. Labert irgendwas. Spukball! Sehr. Ja, sieh du meine Attacke voraus. Du meinst auf dem Pfad der Größe. Ich weiß. Dankeschön. Warum gucke ich jedes Mal auf meine Pokémon? Aha, hier kann man Doppelkämpfe machen. Dann lass ich mal so einfach. Achtung, ich lasse mein Pokémon durch Telekinese schweben. Manchmal fehlt mir etwas in der Balance. Ich kann sie sehen. Ich sehe deine Zukunft. Wenn du mich besiegen kannst, sag ich dir deine Zukunft voraus. Okay, da habe ich noch das perfekte Team. Spukball geht gegen Girafarg nicht, weil er auch Typ normal ist. Spukball gegen... Na, Xatu und du machst... Obwohl... Mach einfach mal Biss. Ich möchte jetzt wissen, wie viel Schaden das macht. Naja. Sehr. Schnüffler, ja, mach mal. Spezialverteidigung sinkt. Spukball nochmal und bis nochmal, dann solltet ihr eigentlich beide weg sein. Girafarig war es schon mal.
Nach Nebel, ja. Das macht, glaube ich, immer so viel Schaden, je nachdem, welches Level ist. Also es hat jetzt 36 Schaden gemacht. Kann ich jetzt nicht sehen, aber ich gucke gleich mal nach, ob das stimmt. Meine Pokémon kämpften nicht synchron. Ich ergebe mich. Ja. 36, es kommt hin. Zwei Porter. Aha. Nein, Labyrinthe! Einfach weil es geht, mache ich mal so. Ich werde dir eine wunderbar schreckliche und gruselige Zeit bereichen. Schwerkraft des Pokémon. Ach, wo innen genau? Ist nicht dein Ernst. Mama Surfer. Und du bist. Nom. Das ist sehr effektiv. Surfer, das sollte auf jeden Fall Galabra töten. Und wenn ich Pech habe, macht wohl genau Spiegelcape und Sumpex stirbt nicht, weil das war kaum Schaden. Level 40. Bodyguard. Ja, mach mal Bodyguard. Kann jetzt nicht mehr paralysiert werden oder ähnliches. Dann mach mal den Schuss. Und du bist. Nom. Das war gar nicht mal so schlecht. Und das wird ihn doch wohl hoffentlich umbringen. Jo. Bye bye, wohin genau? Du bist zwar irgendwie cool, aber trotzdem tot. Nein. Nur das war's dann wohl. Der eine sagt, oh, egal. Und der sagt, nein, wie kann das nur passieren? Moment, kann ich ja irgendwie Doppelkampf? Ja, natürlich. Dass den Leuten das total geil ist, dass sie da umhergedreht werden. Eben das seine. Und damit wir mal jeden gesehen haben, kommst du auch noch mal? Ich mag meine beste Zeit gesehen haben, aber ich lasse mich nicht von dir bevormunden. Du wirst den Weg nicht zu Ende gehen, nicht wenn ich mich dir in den Weg stellen kann, ja. Genau so. So. Dann, warum hatte der da eben Xatu und der nur Natu? Das ergibt keinen Sinn. Dann mach du mal einen Flammenwurf auf Natu. Und, ne, Moment mal, du machst einen Moment, das war doof. Verdammt. Du machst einen Flammenwurf auf Girafarik und du eine Schockwelle auf Natu, weil gegen Natu ist das sehr effektiv, ja. Tschüss. Agilität, ja, mach was du denkst. Flammenwurf wird dich nicht umbringen. Flammenwurf, nochmal. Bis. Ja, und das benutzt du, um mich zu riechen, an mir zu schnüffeln. Und vor allem an Makago, einem Lavaball. Super Idee. Jugendliche Energie strömt aus dir raus. Wie kann man nur so stark sein? Ja. Keine Ahnung. Komm ich in... Ich glaube, ich muss das so drehen, damit ich da durchkomme, oder? Sieht mir zumindest sehr passend aus. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ist ja super. Den Teleporter hatte ich am Anfang gar nicht gesehen. Jetzt gehe ich hier mal hier lang. Dann kommt ja nochmal ein direkter Doppelkampf. Und dann machen wir das mal so, weil ich möchte das Papinella. Nein. Level 39 erreicht. Zeig mir, ob du Talent hast. Oh, du. Der ist mir keine andere Wahl. Ich will jetzt zeigen, wie zwei Psycho-Pokémon sind. Ist das ein Shiny Spoink? Das ist doch normalerweise nicht so dunkel, oder? Irre ich mich da jetzt komplett. Okay, nochmal. Flammenwurf auf Spoink. Spukball auf Trasselar. Trasselar sollte besiegt sein, weil ich weiß nicht, der eben hatte schon Curlia und der noch ein Trasselar. Das ergibt voll Sinn. Ich glaube, der kann nicht viel mehr lernen als Teleport und Pfund oder so. Kann mich natürlich auch wieder total irren, wie immer, aber es soll zumindest auf niedrigen Leveln komplett nutzlos sein. Auch gegen gleiche Levelige. Wow, das hat Schaden gemacht. Mach mal Hitzekoller. Und du Spukball. Das wird es dann wohl gewesen sein. Ja, der hat schon gereicht. Gut. Du besitzt offensichtlich Talent. Oh meine Güte, dein Kampfstil ist fantastisch. Ich weiß. Lass mich hier mal vorbei. Achso. Auch wenn ich dabei mein Leben aufs Spiel setze, ich werde den Kampf gewinnen. Warum dein Leben aufs Spiel setzen? Mach mal jetzt so, Koller. Gedankengut, aha. Bumm. Das war schwer. Was du da machst, machst mir Angst.
So, ich muss das ja so machen, weil sonst komme ich hier nicht durch. Aber kann ich hier lang? Dann habe ich das so... Moment, wie soll ich da durchkommen? Ah, das ist verwirrend. War irgendwo die Farbe? Das war schon richtig, wie soll ich da durchkommen? Ach, da ist der Knopf. Aha. So, jetzt komme ich da oben durch und jetzt muss ich noch gegen dich kämpfen. Solltest du gegen mich verlieren, darfst du dir das nicht so zu Herzen nehmen. Du bist bestimmt, du bist nicht zu schwach, ich bin nur zu stark. Ja. Das wollen wir doch mal sehen, ich habe dich nicht geheilt. Na, mach mal. Pizzokoller, tschüss. Man kann sich's auch einfach machen, ne? 39, unbesiegt. Du bist nur zu stark für mich. Hm? Genau so sieht's nämlich aus. So. Jetzt passt das nämlich und jetzt kann ich hier durch. Jetzt kann ich hier durch. Und da bin ich. Hier sind die, die Doppelzwillinge, genau. Jetzt will ich nochmal kurz heilen. Und... Wie viel AP hast du noch bei... Hitzekoller? 3 sollte reichen. Dann fängt an... Freifutter. Oder? Machen wir es so? Nee, ich finde Sumpix gut, weil der hält viel aus und... Na, Cargo einfach mal. Ist so ein krasser Gegensatz. Das wird schon irgendwie. Hey, bist du überrascht? Bist du überrascht, dass es hier zwei Arena-Leiter gibt? Ja, das habe ich schon gehört, dass es hier zwei Arena-Leiter gibt. Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese Doppelstärke, kannst du sie bezwingen? Das werden wir gleich sehen. Hallo. Ben und Svenja. Lipomentas und... habe ich nicht gelesen, Xato. 41, nicht schlecht. Da habe ich ja direkt die... beschissenste Combo reingemacht, weil das ist typisch. Es musste so sein. Es ging gar nicht anders. Ich mach mal Xato weg. Und natürlich ohne Vorspulen, weil reiner Leiter voll wichtig. Eisstrahl, sehr effektiv, weil Xato Flug ist. Hat aber trotzdem nichts gebracht. Erdbeben. Das ist gar nicht gut für Makago. Makago vierfach Schwäche. Und tschüss. Ja. Alles andere hätte mich auch sehr gewundert, aber... Was soll's? Es hat keine Wirkung auf Sato. Das haben sie sich gut überlegt. Dann Voltenso. Kann nur sein, dass ich verliere. Wäre mein erstes verlorener Kampf, aber... Shit happens, ne? Dann machen wir mal Eisstrahl und... Ne, Moment. Du machst Surfer. Und du machst Schockwelle auf Xato. Sonntag. Ich hasse dich. Weißt du das? Du wirst dich dafür gleich verpissen. Weil das ist sehr effektiv. Und das war noch ein Volltreffer. Ich habe dich voll vernichtet. Wie viele Pokémon hatten die eigentlich? Jeder 2 oder jeder 3? Level 40 ist gut. Insgesamt 4, okay. Also jeder 2. Nun, der Stein. Das sollte jetzt gegen beide sehr effektiv sein, aber wegen der Sonntag sehr geschwächt. Ja. Das ist... Schon wieder Erdbeben. Hat Lunastein Schwebe? Ach, ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Voltenso wird jetzt wahrscheinlich auch sterben. Volltreffer. Natürlich war es ein Volltreffer. Ja, Schwebe. Toll. Okay, ich werde verlieren. Gleich nur Sonnenlicht. Surfer und du... Beutel, Hypertrank, auf Sumpex. Hätte ich jetzt einen voll... Ah, toll. Natürlich steige auch erstmal deine ganzen Werte. Ja, Panzerirren darf schlafen. Ist mir so scheißegal, das glaubst du gar nicht. Habe ich irgendwas, was ich... Ich kann Beleber... Ich nehme, mach einen Beleber auf Voltenso. Ich wollte eigentlich jetzt mal... Komm, Hariyama. Natürlich. Das wird nichts. Hast du auch noch Zitrobeere? Hm.
Warum ist der so schnell? Ach ja, stimmt, der hat ja alle seine Werte erhöht. Okay, okay, tschüss. Hab verloren. Cool. Das musste ja mal passieren. Ja, halt die Klappe. So, noch ein Versuch in diesem Part. Ich habe jetzt nämlich etwas trainiert und habe jetzt die Hoffnung, dass ich es diesmal schaffe. Ich habe jetzt diesmal sogar Hariyama nach vorne gemacht, weil der kann Mogelhieb. Das ist mir dann eingefallen und das könnte doch relativ hilfreich sein. So, du machst erstmal Surfer. Oder? Doch, du machst Surfer und dann mache ich einen Mogelhieb auf Xatu. Weil dann kann der erstmal eine Runde nichts machen. Und der war mir jetzt bisher das größte Daumen im Auge, zusammen mit Lebomentas und einem anderen Pokémon, die da noch kommen. Toll, ne? Finde ich auch. Erdbeben sollte jetzt meinen beiden gerade von seinen Pokémon... Habe ich überhaupt schon erwähnt, dass ich gelevelt habe? Ich weiß es nicht. Sollte meinen Pokémon, die gerade vorne sind, nicht so viel ausmachen. Eisstrahl auf dich. Und du machst Stärke auf ihn. Das ist nicht gut. Wie erlebt er das? Nein, natürlich nicht, weil Xatu ist ein Arschloch. Ja, das Problem ist, egal wen ich jetzt reinschicke, er kann jeden one-hit. Ich mache einfach mal Panzer Aeron. Weil ich nicht glaube, dass er jetzt ihn besiegt. Vielleicht doch, wäre cool. Kriegt zwar Panzer Aeron die XP, aber was soll's. Vielleicht überlebt er eine Runde, dass ich mit ihm irgendwas heilen kann oder so. Jetzt könnte Sonnenfell. Achso, der macht Sonnenfell und Lunastein erbeben. Also Sumpix ziemlich wurscht und Panzeron immun. Das ist gut. Sonnenfell hat Schwebe. Kann man, weil so gegen alle vier Pokémon im Bodenattack nichts ausrichten. Das ist ja eine Schweinerei. So, dann machst du mal einen Surfer und Beutel. Reicht ein Supertrank? Nee, ne? Ne. Ein Hypertrank auf Sumpex. Das ist nämlich gegen beide wieder sehr effektiv, wird sie dann nicht töten, aber Lepomentas ist jetzt schon ziemlich geschwächt und Sonnenfell sollte jetzt auch Schaden kriegen. Einiges, ja, sehr gut. Psychokinese auf. Ja, Panzeron darf ruhig sterben. Ist sogar nicht sehr effektiv. Reicht trotzdem natürlich. Jetzt die Frage. Wer hat das jetzt eingesetzt? Lebomentas oder Sonnenfell? Ich weiß jetzt nicht, ob die noch Erdbeben einsetzen oder Antikraft. Ich mach mal Papinella in der Hoffnung, es kommt, wenn dann, noch ein Erdbeben. Solarstrahl? Ja. Sieht sehr nach Solarstrahl aus. Dann mach du mal einen Gigasauger auf, was auch immer dann da kommt. Nachdem... Okay, Moment, das soll jetzt besiegt werden. Eigentlich sollten jetzt beide besiegt werden. Haben wir nur noch einen Gegner, wow. Natürlich reicht es nicht. Ich hätte es gegen Sonnenfell einsetzen sollen, das war so dumm. Scheiße. Ich glaube, Sumpix wird diese Runde sterben, ja. Auf jeden Fall. Außer Sonnenfels Spezialangriff ist horrible. Oh! Ich bin stolz auf dich, Sumpex. Deshalb habe ich nicht für möglich gehalten. Gut gemacht, mein Freund. Sehr gut gemacht. Ja, natürlich. Eine Zitrobeere. Nochmal Surfer und du nochmal Gigasauger. Und wenn es beides durchkommt, sollte das doch fast gewesen sein, oder? Ja. Ja. Also wenn ja, dann habe ich ja die anderen ganz umsonst trainiert. Aber was soll's. Ich habe, glaube ich, eh ein bisschen Level. Sind jetzt alle Level 40, 41 und Sumpix 43. Es passt schon. Aber dann ist das ja... Gut, ja, wenn soll ich da... wen hole ich rein? Ich nehme Makago. Weil Voltenso wird noch genug XP kriegen. Makago wohl eher nicht, wenn es so viele Wasserrouten noch gibt. Upsala, Entschuldigung. Und das war's mit euch beiden Zwillingsarschlöchern. Wieso hattet ihr vier Pokémon, die gegen Bodenattacken immun waren? Das finde ich gemein, weil ich habe Bodenattacken am liebsten. Was? Unsere Kombination wurde auseinandergerissen. So sieht's aus. Du hast gewonnen. Darüber reichen wir dir dies. Oh ja.
Mentalorden. Toll. Der Mentalorden erhöht den Spezialangriff und Spezialverteidigung. Außerdem kannst du Taucher einsetzen, was du nicht hast. Das ist auch für dich. Und das ist Gedankengut. Spezialangriff und Spezialverteidigung. Erhöht's für Psycho-Pokémon toll und Pokémon-Nerv. Cool. Dann war's das jetzt für die Folge. Beim nächsten Mal werden wir in das werden wir uns hier weiter umgucken. Weil hier rechts war unten ist. Ich wollte gerade sagen, dass auch noch ein Weg geht, statt hier Magma, interessant. Okay, dann wollen wir mal im nächsten Part gucken, was die Magma da zu suchen hat. Bis dann und tschüss.